Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wieder Montagabend, 19 Uhr, und ich darf Sie ganz herzlich zum Webinar der DZ Bank begrüßen. Mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist hier bei der DZ Bank in Frankfurt, und ich möchte Sie als Moderator durch das heutige Webinar begleiten. Ja, ich hoffe, Sie alle haben trotz des mäßig und sehr durchwachsenen Wetters das Wochenende dennoch genießen können und sich ein wenig erholen können und sind natürlich gut in die neue Handelswoche gestartet. Heute wollen wir wieder auf technischer Basis analysieren, wo sich DAX und Co., Renten und Währungen in nächster Zeit hin entwickeln werden. Also Quo Vadis DAX, könnte man sagen. Ja, man kann es eigentlich kaum glauben, aber der DAX hat gezeigt, dass er mittlerweile doch wieder eine andere Richtung einschlagen kann, als seitwärts oder nach oben sich zu bewegen. Vergangene Woche standen die ersten substanziellen Kursverluste seit Anfang Dezember und schon seit Anfang September zu Buche, muss man sagen. Und auch heute hat der Leitindex weiter leicht an Boden verloren. Und jetzt stellt sich natürlich schon mal die Frage, ist das der Beginn einer jetzt vielleicht länger andauernden und auch vielleicht längst überfälligen Korrektur? Also müssen wir jetzt mal damit rechnen, dass der DAX, ich sag mal, jetzt noch weitere etliche 100 Punkte zurückgeht, um, sag mal, den extremen Aufschwung, den wir in den letzten 4, 5 Wochen gesehen haben, mal wieder abbaut, weil die ersten sagen, ha, ich bin da nicht ganz firm mit den Unternehmenszahlen. Die Zahlen, die die Unternehmen gebracht haben, waren zwar gut, aber jetzt muss immer natürlich noch mehr kommen. Das haben wir ja auch gesehen bei der einen oder anderen Aktie, die vielleicht gute Zahlen gebracht, aber einen etwas schwächeren Ausblick bewiesen haben, dass die dort kräftig federn lassen mussten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche zusätzlichen Nachrichten können die Kurse jetzt noch weiter nach oben treiben? Also, haben wir jetzt eine längst überfällige Korrektur oder sehen wir hier vielleicht nur ein kurzes Räuspern, bevor sich der DAX wieder zu neuen Höhen aufschwingt? Ja, um das zu klären, habe ich mir heute wieder zwei Experten aus unserem Hause eingeladen, genauer gesagt aus dem Bereich Research Technische Analyse, die uns eine Einschätzung der aktuellen Lagen geben werden. Und ich freue mich daher, wieder meine beiden Kollegen Armin Kremser und Dirk Oppermann bei mir begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend, die Herren. Einen schönen guten Abend. So, dann wollen wir auch mal gleich loslegen. Wie sieht unsere heutige Agenda aus? Da habe ich sie. Ja, ich möchte beginnen mit einer kurzen Ankündigung. Die World of Trading, die ja, große Trading-Messe in Frankfurt am Main, die am kommenden Wochenende stattfindet. Dann möchte ich übergeben zu Armin Kremser mit The Big Picture, technische Analyse Teil 1. Das heißt also, was wird sich bei DAX und Co. ergeben? Dann möchte ich Ihnen zwischendurch kurz zeigen, wie Sie die charttechnische Analyse meines Kollegen in einer DAX-Trading-Strategie mittels Turbo-Optionsschein umsetzen können. Dann werde ich wieder übergeben an Dirk Oppermann zum zweiten Teil des Big Pictures zu Analysen für Renten, Währungen und Rohstoffen. Ja, und dann Teil 5 Fragen. Wenn also zwischendurch Fragen aufkommen, dann versuche ich die natürlich gerne immer im Chat zu beantworten. Sollten Fragen direkt an meine Kollegen ja, gerichtet werden von Ihnen oder auch etwas umfangreichere, wo wir erstmal nachschauen müssen, damit wir Ihnen eine qualifizierte Antwort geben können, dann machen wir es wieder so, dass wir diese in der Nachgangsmail Ihnen gerne beantworten. Bevor ich beginne, möchte ich Sie wieder auf unsere rechtlichen Hinweise aufmerksam machen. Dieses Webinar richtet sich ausschließlich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten, und alle in diesem Webinar besprochenen Produkthinweisen zu Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken. Sie sind entsprechend nicht als Anlageempfehlung zu verstehen und eine Anlageberatung kann auch in diesem Rahmen nicht stattfinden. Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere das sogenannte Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts, bei Turbozertifikaten oder sogenannte wertlose Fälligkeit von Optionsscheinen und natürlich das Ausfallrisiko des Emittenten. So, dann wollen wir jetzt aber auch mal starten und ich möchte Sie ja aufmerksam machen auf eine Messe, die am kommenden Freitag und Samstag in Frankfurt stattfindet, die World of Trading. Wie der Name schon sagt, eine Messe, die sich hauptsächlich an den Selbstentscheider richtet, der eher trading-orientiert ist. Also eigentlich genau unser Metier, in dem wir hier auch unterwegs sind. Und auch mein Kollege Dirk Oppermann wird dann wieder zugegen sein. Sie sehen es hier, die Messe ist am kommenden Freitag, den 17. und am Samstag, den 18. November. Die startet jeweils um 9:30 Uhr. Am Freitag geht es bis 18 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr.
Veranstaltungsort ist, wie gesagt, die Messe in Frankfurt. Und am Freitag und am Samstag wird Herr Oppermann jeweils einen etwa 15-20-minütigen Vortrag halten zum Thema DAX und Co. Quo Vadis, wird also tendenziell das, was er vielleicht heute sagt, noch ein bisschen aufgreifen. Und er wird natürlich auch gerne dann auch mal zu Fragen zur Verfügung stehen. Wenn Sie ihn auch mal live sehen wollen und nicht nur immer auf der Tonspur, sind Sie herzlich willkommen. Wir sind natürlich auch mit einem kompletten Stand vor Ort. Wir haben Publikationen dabei, zeigen Ihnen gerne einmal unsere DZ-Bank-Derivate-Seite, haben Tipps und Tools und Tricks für Sie übrig, wenn Sie entsprechend sich um das Thema Trading ja kümmern möchten. Wenn Sie sagen, Sie haben zwar schon Informationen, sind schon einigermaßen Firmen, wollen aber noch ein bisschen tiefer einsteigen, oder Sie sind gerade Neueinsteiger, vielleicht auch über unsere Roadshow hinzugekommen, kommen Sie gerne vorbei. Wir freuen uns, Sie dann dort begrüßen zu dürfen. Ja, um dann dort zur Messe zu kommen, brauchen Sie eine Eintrittskarte, und hier möchten wir Ihnen anbieten, dass Sie über unseren Messe-Link diese Karte kostenfrei erhalten können. Sie sehen hier oben in der zweiten Zeile die URL. Die werden wir auch im Nachgang nach dem Webinar noch einmal Ihnen zusenden. Wenn Sie dort draufklicken, dann kommen Sie auf das Bild, das Sie hier drunter sehen. Und da ist quasi dieses Gratis-Ticket quasi schon mit drin. Sie müssten dann bitte nur unten einmal kurz Ihre E-Mail-Adresse angeben, und dann können Sie darüber kostenfrei einen Gutschein im Wert von 40 € anfordern. Sie verpflichten sich auch hier zu nichts. Wollen uns freuen. Nehmen Sie das einfach kostenfrei an und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Ja, das soll es eigentlich zunächst von meiner Seite gewesen sein. Jetzt möchte ich gerne an Armin Kremser für Teil 1 der technischen Analyse und seinem Überblick von DAX und Co. übergeben und möchte sagen, Armin, dein Part bitte. Ja, danke Falco. Dann gehen wir doch auch gleich in Medias Res und dann beginne ich mit der Analyse. Ich denke, dass ich wahrscheinlich so um halb durch bin und dann wird der Dirk sich anschließen mit den anderen Assetklassen. Von mir bekommen Sie wie gewohnt die Aktienindizes und da wollen wir auch gleich einsteigen mit dem US-Markt. Wie immer, da haben wir zuletzt ja, in nahezu allen Indizes, bis auf wenige Ausnahmen, ein noch ein Buy the Dips Verhalten gesehen, hier gerade im S&P 500 mal exemplarisch. Wenn Sie sich mal hier die letzten längeren unteren Schatten, also die Lunden an den Tageskerzen hier anschauen, da war immer wieder ein Buy the Dips Verhalten, also kaufe die Täler zu beobachten. Immer wenn man sozusagen dachte, jetzt beginnt mal eine stärkere Korrektur oder eine Konsolidierung mindestens, dann wurde man eines Besseren belehrt und sofort strömten die Käufer wieder in den Markt und trieben den Index höher, also ist quasi unkaputtbar, möchte ich mal fast sagen. Und dadurch hat sich jetzt kurzfristig, das hatte ich auch im letzten Webinar schon vorgestellt, weil wir zunächst mal ein Ziel nur von 2535 Punkten hatten, das haben wir übertroffen. Und jetzt unser nächstes Kursziel ist die 2610 Punkte Marke, das ist hier die 261,8 von der letzten Konsolidierungsflagge, die Sie hier sehen. Also 2535 war 161,8 und jetzt haben wir eben die 261,8. Das ist noch ein bisschen Potenzial und sollte es selbst darüber gehen, dann könnten wir ein weiteres Potenzial bis 2660 Punkte abgreifen. Ist natürlich jetzt aus strategischer Sicht, aus Investmentsicht nicht gerade sehr viel, aber aus Trading-Sicht kann das natürlich durchaus noch interessant sein. Hier nochmal im Zoom, da können Sie es besser erkennen, was ich eben gesagt hatte, mit den längeren unteren Schatten an den Tageskerzen. Wie gesagt, immer wenn man dachte, jetzt geht es mal ein bisschen stärker los nach unten, dann wurde gekauft. Und solange dieses Verhalten nicht enttäuscht wird, so lange kann der Markt also jetzt, also gerade im kurzfristigen Kontext, auch noch weiter steigen. Da würden wir es momentan auf jeden Fall für verfrüht erachten, hier gegen den Trend zu spekulieren. Dann möchte ich Ihnen auf jeden Fall unbedingt den Nasdaq 100 vorstellen. Den hatte ich ja auch letztes Mal gebracht. Da waren wir relativ frisch noch ausgebrochen. Inzwischen ist der Markt auch hier weiter gestiegen. Und zwar der Nasdaq 100 ist deshalb so interessant, weil er momentan sich in einer positiven Trendbeschleunigungsphase befindet. Hat zuletzt ja hier einen Keil, eine Keilformation nach oben aufgelöst. Und im Allgemeinen ist es so, dass man bei Keilformationen damit rechnet, dass sie entgegen der ursprünglichen Trendrichtung aufgelöst werden, also nach unten, weil man nämlich während der Ausbildung der Keilformation hier immer wieder den Momentumverlust sieht und dieser Momentumverlust geht ja dann häufig eben Gegenbewegungen voraus.
Und das ist hier eben nicht passiert. Das heißt, dieser Keil wurde nicht mit der Grunderwartung konform nach unten aufgelöst, sondern im Gegenteil nach oben. Und da liegen natürlich viele Marktteilnehmer dann falsch, die dann eindecken müssen, sich dann zu Käufen gezwungen sehen und deshalb also hier dann nur logisch bzw. folgerichtig diese relativ steile Bewegung jetzt nach oben. Und uns unter Fibonacci-technischer Sicht haben wir jetzt das nächste Kursziel bei 6.515 Punkten, aber auch das muss natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Ziel, was sich hier mithilfe der Fibonacci-Ratios ableiten lässt. Ja, hier haben wir es auch nochmal im Zoom, dann Sie es besser erkennen können. Also hier mit der Ausbruchsbewegung hier, das war insbesondere diese weiße Kerze hier, die dann nochmal für wieder aufkeimendes neues Momentum gesorgt hat. Und jetzt geht es hier also munter weiter. Wir haben auch hier wieder ein Reaktionstief gebildet, dann ein neues Bewegungshoch und schon wieder ein neues Reaktionstief. Also momentan ist diese Bewegung zumindest von Seiten der Charttechnik eben auch sehr sauber. Und deswegen glauben wir, dass die Bewegung auf jeden Fall noch hier in diese Region tragen wird. Und das wäre Stand heute noch ein Response-Potenzial von etwas über 3%. Dann schauen wir uns mal den Dow Jones Index an. Da war das charttechnische Thema, war hier diese positive Trendbeschleunigung auch mit dem Ausbruch über die obere Begrenzung des Mai-Kanals, Aufwärtstrendkanals. Hier diese orangefarbenen Kreise, die Sie hier sehen, die obere Begrenzung hat immer Widerstand geleistet, bis zuletzt, aber dann gab es eben doch noch den Ausbruch nach oben. Das heißt, die Kraft der Käufer war so stark, dass der Index hier dann nochmal in diese Beschleunigungsphase übergegangen ist. Und dieser steile Anstiegswinkel, sage ich mal, der konnte natürlich nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Deshalb folgerichtig jetzt auch hier diese Kursberuhigung. Aber Sie sehen eben auch, dass diese Kursberuhigung nicht dazu führt, dass wir hier stärkere Verkäufe sehen, sondern diese Bewegung geht nur seitwärts auf hohem Niveau. Und wir haben jetzt auf der Unterseite hier auch eine sehr, sehr gute Unterstützung. Zum einen hier die obere Begrenzung dieses ehemaligen Aufwärtstrendkanals, zum anderen hier das letzte Reaktionstief bei 23.250 Punkten. Und ich sage mal, solange wir da nicht runtergehen, solange sollte man damit rechnen, dass der Trend sich auf jeden Fall auch nochmal hier mit neuen Hochs fortsetzt. Unter Elliott Wave technischen Gesichtspunkten sah das Ganze und sieht das Ganze so aus. Ich hatte diese Folie auch im letzten Webinar gebracht, das war vor 2 Wochen. Und zwar sind wir hier, wenn wir uns oder wenn wir den Hossett-Trend, der mit dem Februar 2016 angefangen hat, wenn wir den klassifizieren als Impulswelle, die sich eben in 5 Unterwellen entfaltet, dann müssten wir hier wirklich weiterhin in der Welle 3 sein. Und die Welle 3, die ist bis jetzt mehr als doppelt so lang wie die Welle 1. Wir haben das mal hier mit den Prozentzahlen abgetragen. Also hier 0 bis 100 ist hier die Welle 1. Und dann hier vom Tief der oder vom Ende besser gesagt der Welle 2 nach oben abgetragen. Da sind wir also deutlich über die 161,8 schon hinaus. Das war auch mal ein wichtiges Zwischenziel, aber Sie sehen, es wurde relativ schnell dann pulverisiert und jetzt haben wir sogar schon die 200% übertroffen. Nichtsdestotrotz, wir gehen davon aus, dass wenn diese Welle wirklich hier mal zum Ende gekommen ist, dass die dann folgende Korrektur eben nicht wieder seitwärts gerichtet verläuft auf hohem Niveau, sondern dass dann eine scharfe Welle 4 nach unten kommt und zwar einfach aufgrund der Richtlinie, dass die Welle 2 und 4, also die Korrekturwellen innerhalb einer Impulssequenz, dass die sich in ihrer Ausprägung ja nicht ähneln sollten, sondern eben verschiedenartig sein sollten, alternieren sollten. Und da die Welle 2 nun mal seitwärts gerichtet war, sollte dann die Welle 4 eher schärfer nach unten kommen. Und vom Timing, da komme ich aber später noch dazu, da hatte ich auch letztes Mal gesagt, dass wir im November, genauer gesagt Mitte November, das wäre jetzt ein Hoch erwarten. Aber die Charttechnik sagt uns eben, dass der Trend noch weiter nach oben laufen sollte und daher wird sich das Timing für diesen Hochpunkt auch noch ein bisschen nach hinten verschieben. Ich gehe aber davon aus, dass wir noch vor dem Jahreswechsel dann hier eine Enttäuschung reinbekommen und sich dann eben diese Korrekturbewegung entfalten dürfte. Ups. Ja, dann schauen wir uns nochmal den Dow Transport Index an. Der ist momentan auch in einer charttechnisch sehr interessanten Lage. Zum einen können wir erkennen, dass das Momentum gerade auch im langfristigen Kontext hier vollkommen aus dem Index herausweicht. Die Hochpunkte liegen jeweils nur noch marginal über den Vorgängerhochpunkten, also ganz anders als bei den Dow-Industriewerten, wo wir richtig viel Momentum ja noch haben.
Zeigt sich hier also schon seit Monaten, man kann sogar sagen seit Quartalen eine Abschwächung. Und das dürfte dann mit Blick auf 2018 durchaus interessant werden, denn für ein übergeordnetes Top brauchen wir natürlich auch immer oder idealtypischerweise sollten wir eine Divergenz ausprägen zwischen den Transporten und den Industriewerten. Und möglicherweise deutet sich hier mit diesem Momentumverlust eine übergeordnete Divergenz schon an. Momentan ist es allerdings noch so, dass wir jetzt eher auf der Kaufseite in diesem Index agieren würden, denn wir haben es hier mit einem relativ sauberen Test der langfristigen Aufwärtstrendlinie zu tun. Immer wieder mal hier diese Auflagepunkte, Berührungspunkte mit dieser langfristigen Trendgeraden. Und zusätzlich haben wir auch die 200-Tage-Linie, die hier knapp unterhalb dieser Trendgeraden verläuft. Insofern also hier ein besseres Chance-Risikoprofil für die Kaufseite. Gerade im Hinblick darauf, dass wir nochmal das alte Hoch, also das letzte Hoch, 10.080 Punkte, nochmal rücktesten könnten. Vielleicht auch sogar nochmal diese Sequenz steigender Hochpunkte fortführen. Das wäre dann also mit einem neuen Bewegungshoch verbunden. Und das gilt dann so lange, solange der aktuell getestete Unterstützungsbereich hier 9.380 Punkte, solange der nicht nachhaltig verletzt wird. Und wir sehen auch hier im Oszillator, dass die ehemals überkaufte Lage sich vollkommen zurückgeführt hat in eine wieder überverkaufte Lage. Also auch das spricht jetzt hier erstmal dafür, dass dieser Index nicht so leicht nach unten wegknickt, sondern dass hier erst nochmal eine weitere Aufwärtsbewegung stattfindet. Ja, insgesamt sieht es aber so aus, dass unter der Motorhaube, unter der Oberfläche des US-Gesamtmarkts, dass da natürlich weiterhin Risse zu entdecken sind. Die Anzahl der NYSE-Aktien, also der New York, alle an der New York Stock Exchange gelisteten Aktien, die auf einem neuen 52-Wochen-Hoch sich befinden, ist seit geraumer Zeit, also seit vielen, vielen Monaten, rückläufig. Das heißt, immer wenn der S&P 500 ein neues Hoch macht, dann gab es eine niedrigere Anzahl an NYSE-Aktien, die ihrerseits ein neues 52-Wochen-Hoch herausgebildet hat. Also hier eine deutliche, markante negative Divergenz zum Indexverlauf. Aber bis jetzt muss man eigentlich auch klar sagen, hat es den Bären nichts gebracht. Ich hatte diese Folie oder gerade diesen Indikator auch sehr, sehr häufig in den Webinaren und immer mal ein bisschen gewarnt zwischendurch. Das ist ein Indikator mit einem vorauslaufenden Charakter, also vorauslaufender Funktion. Aber Sie sehen, den Markt hat es nicht interessiert. Der Markt ist nicht nennenswert gefallen. Im Gegenteil, er hat seinen Trend immer weiter fortgesetzt. Und dennoch, die Anzahl der Aktien auf einem neuen Hoch fällt weiter und weiter. Wir wissen natürlich nicht, wie lange dieses Spielchen noch gut gehen kann. Was wir aber sagen können, dass es mittelfristig natürlich jetzt ungünstig ist. Und warum ich diese Folie überhaupt bringe, hat folgende Bewandtnis. Ich zeige Ihnen nämlich gleich noch die nächste Folie. Da ist nämlich die Advanced Decline Line abgetragen, die sich aus der Anzahl der steigenden und fallenden Aktien generell berechnet. Und dieser Indikator hat jetzt zum ersten Mal seit Beginn der Hosse im Jahr 2016, also Februar 2016, da hat der Anstieg begonnen. Zum ersten Mal während der laufenden Hosse hat eben die Advanced Decline Line eine negative Divergenz jetzt hier herausgebildet. Und damit bekommt natürlich die vorhergehende Folie ein zusätzliches Gewicht. Das ist also neu. Das hatten wir bis jetzt noch nicht, diese Divergenz in der Advanced Decline Line. Und bestätigt also auch das Bild, was wir aus der Marktbreite schon seit längerer Zeit sehen. Es wird also jetzt allmählich immer ernster. Was wir natürlich brauchen für eine Korrektur, das haben wir auch immer gesagt, ist ein charttechnischer Schwächebeweis, den wir noch nicht haben. Und da gilt es also jetzt, den möglicherweise bereits in den kommenden Wochen eben sorgsam herauszuarbeiten bzw. herauszufiltern. Ja, das Sentiment ist zumindest angerichtet für eine stärkere Korrektur. Ich zeige Ihnen jetzt gleich auf den folgenden Folien einige Indikatoren zum Sentiment. Zunächst einmal hier die Börsenbriefschreiber, die bullisch gegenüber dem US-amerikanischen Markt gestimmt sind. Und hier können wir eine extreme Aussage auch treffen, denn dieser Indikator befindet sich auf dem höchsten Stand seit über 20 Jahren. Das ist also wirklich ein Brett, dass wir so eine große Bullishness hier in dem Markt haben. Zumindest mittelfristig ist das eine Belastung, aber ich komme gleich dazu, das relativiert sich dann hinten raus ein bisschen. Zunächst einmal noch hier ein Indikator, der dieses Bild bestätigt, und zwar das US-Privatanlegersentiment, also auch hier der Prozentsatz der bullischen
Privatinvestoren zum Markt. Und hier haben wir zwar nicht den höchsten Stand seit 20 Jahren, so wie wir es eben gerade noch hier bei den Börsenbriefschreibern gesehen haben, aber hier können wir immerhin sagen, dass wir auf dem höchsten Stand in diesem Jahr sind. Das ist also auch eine Aussage. Und insofern ist hier mittelfristig die Bremse im Markt eingebaut, denn natürlich, wenn zu viele Bullen sich da tummeln, dann fehlt einfach in der Zukunft die Zusatznachfrage, um den Markt noch deutlich höher zu steigen zu lassen. Und deswegen also hier zumindest von Seiten dieser beiden Indikatoren Vorsicht. Ich hatte es aber angedeutet, das Bild relativiert sich dann, wenn man neben diesen Indikatoren sich eben noch andere Indikatoren anschaut. Und hier ist zum Beispiel der NAAIM-Index abgetragen, die blaue Linie. Das ist die Positionierung der nordamerikanischen aktiven Fondsmanager. Also die nicht nur Benchmark nachbilden, sondern die tatsächlich auch mit Asset Allocation Über- und Untergewichtung fahren und also aktive Investments tätigen. Und hier können wir erkennen, dass wir uns von dem Bereich um 100, dass wir uns deutlich wieder entfernt haben, dass wir jetzt auf den tiefsten Stand seit längerer Zeit gefallen sind. Wir haben jetzt nur noch einen Wert zwischen 50 und 60. Und wenn Sie sich mal hier anschauen, im letzten Teilstück, in dem der Markt nach oben gestiegen ist, da ist die Gewichtung der Fondsmanager relativ deutlich nach unten gefahren worden. Und somit ergibt es natürlich auch eine gewisse Absicherung im Markt, beziehungsweise wenn der jetzt noch weiter steigt, dann könnten sich die untergewichteten oder die nicht mehr so stark gewichteten Fondsmanager natürlich gezwungen sehen, nochmal weiter in den Markt einzusteigen und eben auf diese Weise dann die Kurse nochmal zu befeuern. Und wenn wir uns dann auch die Put-Call-Ratio anschauen, die CBOE-Put-Call-Ratio hier in der 21-Tage-Glättung, da können wir auch erkennen, dass hier die Marktteilnehmer sich eigentlich klammheimlich, trotz aller Bullishness, doch hier abgesichert haben in der jüngsten Aufwärtsbewegung. Also gerade hier so ab September, Oktober, da haben wir hier nochmal die Absicherung im Markt bekommen. Und ja, normalerweise war es so in der jüngeren Vergangenheit, da ist die Put-Call-Ratio immer dann gestiegen, wenn der Markt mal konsolidiert hat, zumindest mal seitwärts, hier zum Beispiel in der Situation oder auch hier, da haben wir eine etwas stärkere Konsolidierung gesehen, auch über mehrere Wochen und zuletzt dann hier. Und momentan haben wir gar keine Konsolidierung und die Put-Call-Ratio steigt trotzdem. Und das ist also für mich ein Zeichen dafür, dass zumindest kurzfristig die Marktteilnehmer hier zu pessimistisch eingestellt sind, auch wenn wir natürlich bei den weichen Sentiment-Indikatoren gesehen haben, dass wir nahe der Euphorie-Schwelle eigentlich sind. Oder ja, man kann sagen, wir haben da eigentlich schon eine Euphorie. Aber diese Put-Call-Ratio, also die tatsächlich gehandelten oder die tatsächlich getätigten Aktionen der Marktteilnehmer, die sprechen eben eine andere Sprache. Und deswegen glaube ich, dass der Markt noch nicht ganz oben ist. Ja, zu in Ergänzung dazu nochmal die 5-Tage-Put-Call-Ratio. Auch eine relativ deutliche Aussage, die man hier rauslesen kann. Denn wir hatten gerade am Freitag einen Einzelwert gehabt bei der CBOE Put Call Ratio von 1,18. Am Donnerstag waren wir auch über 1. Und das ist eigentlich sehr, sehr selten angesichts der Tatsache, dass hier überhaupt nichts auf der Unterseite im Markt passiert, dass wir jeweils nur im Intraday-Bereich mal kurz nach unten dippen. Da kommt relativ zügig Angst wieder in den Markt rein. Und das ist nochmal positiv dahingehend, dass wir da eigentlich eine gute Absicherung für den Markt erkennen können. Und wie gesagt, also die Put-Call-Ratio spricht dafür, dass der Markt eigentlich noch nicht oben ist. Ja, dann habe ich nochmal am Anfang zwei Worte zum Thema Timing verloren. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen hier mit der vorletzten Folie zum US-Markt. Wir haben ja lange Zeit im Jahr den Dekadenzyklus als Blaupause genutzt. Und das hat auch relativ gut funktioniert, zumindest hier im Q1 und im Q2. Und dann, ja, ab August, September, da hat das Ganze nicht mehr so funktioniert. Da haben wir gesehen, dass der Markt eigentlich nach oben weggegangen ist, während der Zyklus total nach unten gedeutet hat. Das heißt, hier hat sich eine Riesenschere aufgetan zwischen idealtypischem Zyklusverlauf und tatsächlichem Marktgeschehen. Man spricht da in der technischen Analyse von einer sogenannten Zyklusinversion. Also dann, wenn eigentlich ein Markt tief zu erwarten ist, könnte dann eben ein Markt hoch durchlaufen werden.
Und ich hatte es im letzten Webinar gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir das im Mitte November durchlaufen. Jetzt sieht es aber so aus, wie gesagt, aufgrund der positiven Charttechnik, die ich auch vorgestellt habe, dass da noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen muss, bevor wir da einen Top möglicherweise durchlaufen können. Und deswegen ist mein präferiertes Timing jetzt eigentlich so eher Ende des Monats, Ende November. Da hätten wir also nochmal 2 Wochen Zeit, in denen der Markt etwas steigen könnte und 2 Wochen, in denen auch die Put-Call-Ratio nochmal deutlich nach unten kommen könnte. Das müssen wir dann natürlich von Tag zu Tag beobachten. Also da gilt es dann eben auf Sicht zu fahren und dann möglicherweise dann Richtung Ende des Monats nach einem Hochpunkt Ausschau zu halten. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass wir eine Korrektur noch vor dem Jahreswechsel bekommen und das dann eigentlich entgegen der üblichen Saisonalität, wenn dann viele von der Jahresendrallye sprechen, dass dann eigentlich die Jahresendrallye schon lange gelaufen ist. Deshalb nochmal die Zusammenfassung. Die Jahresendrallye, die läuft jetzt, also die wird deutlich vorgezogen. Wir sind dann relativ zuversichtlich, was heißt zuversichtlich? Ja, wir glauben dann, dass wir eigentlich im Dezember dann nicht mehr viel Performance machen können, beziehungsweise dass der Markt dann auch deutlich runterkommen kann. Dennoch ist diese vorgezogene Jahresendrallye aktuell wohl noch nicht an ihrem Ende angelangt und somit eben weiteres Restpotenzial vorhanden. Ja, ich hatte es angedeutet, wir sollten dann noch vor dem Jahreswechsel eine Korrektur durchlaufen. Ich hatte es mit dem Elliott Wave Chart gezeigt, dass wenn eine Korrektur kommt, dass sie dann eher scharf gehen sollte und nicht unbedingt seitwärts auf hohem Niveau nochmal, wie wir das die letzten Monate immer wieder gesehen haben. Also da könnte es durchaus auch mal zu einer negativen Überraschung kommen. Und wenn man jetzt aktuell noch gerne sich auf der Long-Seite beteiligen möchte, weil man sagt, okay, es hört sich jetzt ganz schlüssig an, dass wir noch ein bisschen nach oben gehen, dann würde ich auf den Nasdaq als Outperformer setzen, denn der hat einfach momentan, finde ich persönlich, die spannendste Charttechnik mit der positiven Trendbeschleunigungsphase. Ist auch momentan sehr, sehr sauber immer noch. Und hat für mich eigentlich das interessanteste Chance-Risiko-Profil. Ja, dann kommen wir kurz zum europäischen Aktienmarkt. In Ergänzung dazu, der DAX läuft momentan eigentlich überhaupt nicht wie der US-Markt. Der US-Markt hat ja nur ganz kurze Intraday-Dips gezeigt. An dem DAX haben wir jetzt eine satte 5-tägige Gewinnmitnahmephase. Zuletzt sind wir sogar hier aus dem aufwärtsgerichteten August-Trendkanal herausgefallen. Zunächst einmal ein Achtungszeichen der Bären. Aber per heute haben wir gesehen, dass wir diese wichtige breit angelegte Unterstützungszone hier 12.950, dann haben wir auch hier 13.095 gehabt und jetzt der tiefste Punkt ist hier 12.910. Das Fibonacci 38,2% Fibonacci Retracement dieses Trends ist bei 12.890. Das heißt, wir haben hier wirklich ein ganzes Bündel an charttechnischen Unterstützung und in diesem Bereich ist der DAX heute Intraday, also vorhin vor einigen Stunden eingetreten und Sie sehen hier einen längeren unteren Schatten, also eine Lunte an der Tageskerze. Das bedeutet, dass hier auch Nachfrageüberhänge in dem Bereich signalisiert werden mit dieser Tageskerze. Und wir können auch hier unten erkennen, dass der Projection-Oszillator aus der überkauften Zone sich wieder komplett runtergezogen hat in die überverkaufte Zone und jetzt auch hier nach oben eindreht. Eigentlich ein sehr, sehr ordentliches, eine sehr, sehr ordentliche technische Konstellation insgesamt für die Long-Seite, denn wir haben einen intakten Trend, also einen intakten mittelfristigen Trend. Der ist auch nicht anzuzweifeln. Wir haben weder ein Reaktionstief verletzt, noch haben wir das 38,2% Fibonacci Retracement unterschritten. Der ist also vollkommen intakt. Dann haben wir im Rahmen dieses mittelfristigen Trends eine kurzfristige Gegenbewegung und idealtypischerweise sollte jetzt der Trend dann wieder aufgenommen werden. Man kann natürlich sagen, okay, neue Hochs, wie wahrscheinlich sind die? Gerade wenn wir auch nochmal in den USA erwarten, dass wir vielleicht wirklich in den nächsten 2 Wochen einen Top rausbilden. Nun, da sage ich, also ich sage, neue Hochs, neue Bewegungshochs im DAX sind jetzt aus dieser Situation heraus auch nicht zwingend. Aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir im DAX eben nochmal an diese alten Hochpunkte, 13.525 sind hier aufgerufen, dass wir da nochmal mindestens rangehen. Und sozusagen nochmal eine tertiäre Rallye hier nach oben bekommen. Im Weekly Chart sieht das Ganze so aus. Da haben wir ja das alte Allzeithoch vom 20. Juni bei 12.950 Punkten überschritten. Jetzt sieht es wie eine, ja, kann fast sagen, wie eine idealtypische Pullback-Bewegung eben an dieser Ausbruchsmarke aus.
Und jetzt muss der DAX einfach beweisen, dass er nochmal in der Lage ist, hier nach oben zu tendieren. Klar ist natürlich auch, dass er jetzt diese Unterstützungszone, die ich eben auch in der Breite genannt hatte, dass er die natürlich jetzt nicht mehr unterschreiten darf. Denn dann müsste man dieses ganze Szenario, denke ich mal, fast komplett neu überdenken. Davon gehen wir jetzt momentan nicht aus, weil der Markt uns eben auch keine Signale dahingehend geliefert hat. Ja, positiv ist auch hier, dass sich der ehemalige Optimismus, der ja schädlich für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung ist, dass der sich jetzt auch mit Entwicklung der letzten Woche komplett wieder abgebaut hat. Wir haben jetzt nicht unbedingt einen riesen Bearishness oder einen riesen Pessimismus im Markt, das nicht, aber Sie sehen hier, dass wir nach der letzten Sentix-Umfrage uns wirklich hier wieder in den neutralen Bereich zurückgezogen haben. Das heißt, wir haben keine Euphorie, keinen überbordenden Optimismus. Das Ganze ist dann im Hinblick auf den August-Aufwärtstrend, der ja nach wie vor intakt ist, eher als konstruktiv zu interpretieren. Und wenn ich dann als Vergleich dazu, beziehungsweise als Bestätigung, ja noch die Put-Call-Ratio anschaue, wo wir auch hier gerade in der DAX-Abwärtsbewegung hier in dem Indikator eine markante Aufwärtsbewegung gesehen haben, dann komme ich zu dem Schluss, dass hier wirklich die Konstellation momentan eigentlich als recht günstig zu interpretieren ist, wenn es darum geht, hier Long-Positionen einzugehen. Ja, noch den DAX-Kursindex, den hatte ich auch vor 2 Wochen im Webinar dabei gehabt, der eben ein reiner Kursindex ist, wie der Name sagt, keine Dividenden thesauriert. Und hier können wir, ich sage mal in Anführungszeichen, eher das wahre Bild abgreifen, das wahre charttechnische Bild. Denn hier sind wir noch nicht über das Allzeithoch hinausgeschossen. Wir haben hier 2 Hochpunkte, einen aus dem Jahr 2000 und den anderen Hochpunkt aus dem Jahre 2015. Da sind wir noch nicht signifikant oben raus. Wir haben jetzt mal versucht, auf marginaler Basis hier ein neues Allzeithoch herauszubilden in der jüngsten Aufwärtsbewegung. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, hier nachhaltig oben rauszugehen. Und sozusagen wurde dieser Bereich im DAX-Kursindex sind das 6.340 Punkte, umgerechnet im Performance DAX etwa 13.375 Punkte. Da kann man sagen, dass dieser Bereich eben als charttechnischer Widerstand erst einmal bestätigt ist. Und um hier tatsächlich also ganz langfristig auszubrechen, da müssen wir eben schon nachhaltig dieses Niveau überwinden. Und das wird natürlich ein harter Brocken, denn diese Marken, das sind einfach wichtige Anker im Markt für die Investoren. Und so ein dicker Widerstand, der wird nicht ohne weiteres rausgenommen. Und daher sind wir zunächst hier auch mal strategisch vorsichtig, was dann hier die weiteren Aussichten nach oben betrifft. Dann komme ich noch ganz kurz zum Euro Stoxx 50. Da haben wir zuletzt auch ein sehr interessantes Geschehen gehabt. Haben einen sehr steilen Trend herausgebildet, sind richtig dynamisch nach oben gelaufen, aber ja, die Dynamik auf der Oberseite, die haben wir jetzt in den letzten paar Tagen genauso auf der Unterseite gesehen. Wir haben noch nicht mal hier eine richtige Top-Bildung gehabt, sondern sind einfach erst gestiegen, dann in einer Spitze quasi dann gefallen. Auch sehr ungewöhnlich, müssen wir halt mit leben. Aber ich denke, dass wir jetzt gerade auch in der laufenden Gewinnmitnahmephase, dass wir jetzt auch wieder in eine wichtige Unterstützungszone reinkommen, analog zu der Unterstützungszone im DAX. Im Euro Stoxx 50 ist das hier etwa 3530, 3540 Punkte. Da waren wir auch intraday fast schon dran. Und insofern denke ich, dass sich auch die weiteren Risiken zumindest hier im kurzfristigen Kontext in Grenzen halten. Und auch im Euro Stoxx 50 wäre dann analog eben noch eine kurzfristige Aufwärtsbewegung nach oben zu erwarten. Mittelfristig ist es sogar etwas mehr noch zu erwarten im Euro Stoxx 50. Hier der Weekly Candlestick Chart. Wir kommen hier auch wieder über das 161,8% Fibonacci Retracement der letzten sekundärzyklischen Korrekturbewegung. Das liegt bei 3850 Punkten. Und das wiederum korrespondiert relativ eng mit dem Hochpunkt aus 2015 bei 3835 Punkten. Das heißt, hier haben wir es also mit einem relativ sauberen technischen Kursziel zu tun, welches gerade mit Blick auf das kommende erste Quartal 2018 interessant sein dürfte. Ich denke mal, dass wir auf der ganz kurzfristigen Zeitebene nicht unbedingt erwarten können, dass selbst wenn wir nochmal eine Aufwärtsbewegung jetzt kurzfristig bekommen, dass wir dann hier diesen letzten Hochpunkt signifikant herausnehmen. Aber ich denke, dass wir
wenn wir tatsächlich nochmal, wie ich es auch zum US-Markt vorgestellt habe, eine stärkere Korrektur bekommen, dass wir dann mit frischer Kraft nochmal im Q1 nach oben angreifen können. Und da ist es, diese 3850 Punkte wäre für mich also dann eher ein mittelfristiges Ziel für die kommenden Monate, nicht Wochen. Und ja, da müssen wir aber dann auch auf Sicht fahren und einfach dann zum Jahreswechsel dann gucken, wo wir stehen. Insgesamt dann nochmal von meiner Seite die Zusammenfassung. Ja, wir haben die laufende Rallye, die immer noch intakt ist. Die aktuelle Gewinnmitnahmephase, die sich insbesondere in Europa zeigt, ist eben auch erstmal nur eine Gewinnmitnahmephase. Wir haben keine Topbildung, keine richtige. Und insofern sollte hier mindestens noch ein Versuch zur Oberseite hin auf der Agenda stehen, gerade jetzt auch kurzfristig. Wir haben es ja auch heute gesehen, ein wichtiger Tag für den DAX, dass eben die Unterstützungszone erfolgreich getestet wurde. Dann haben wir aber auf der anderen Seite oder haben mit die Annahme getroffen, dass die Jahresendrallye eben zum größten Teil vorweggenommen ist, dass wir dann also im Dezember wahrscheinlich keine richtigen Kurssteigerungen mehr sehen. Im Gegenteil, sondern dass wir das Risiko haben, dass wir eine negative Überraschung bekommen. Vom Timing her würde ich sagen, ja, Ende November wäre es mir persönlich am liebsten. Das könnte ich auch analytisch ableiten, dass wir dann in den Hochpunkt laufen und dann eigentlich insbesondere in der ersten Dezemberhälfte, ja, da könnte man nochmal richtig einen echten Rücksetzer sehen und der dann auch zu empfindlichen Kursverlusten führen sollte. Ja, das war's von meiner Seite mit der Zusammenfassung zum Aktienmarkt insgesamt und dann gebe ich zurück an dich, Falco. Ja, dann zunächst vielen Dank, Armin, für deine interessanten Ausführungen. Jetzt hole ich mir kurz die Moderatorenrechte zurück, um dann mit meinem Teil weiterzufahren. Solange es lädt, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es vernommen, beziehungsweise wenn ich mal kurz rekapitulieren kann, dann will ich mich vor allem auf das konzentrieren, was Armin zum DAX gesagt hat. Ja, wir haben ein Kursrücksetzer, der ist aber, ich sag mal, eher als gesund zu interpretieren, weil wir ihn, sagen wir mal, als Gewinnmitnahmen, wie heißt so schön, von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Also, das sprechen viele Investoren, die also mittlerweile auf recht hohen, ich sag mal, Kursgewinnen sitzen, die einen oder anderen Kauf oder Verkauf, beziehungsweise auch Teilverkauf vielleicht mal durchgeführt haben. Das darauf zurückzuführen ist, die Stimmung ist eher neutral, also nicht überbordend hoch, was ja aber dann ein Kontraindikator ist. Der Trend übergeordneter Art ist intakt. Das heißt also, der DAX ist auch eher jetzt als überverkauft zu interpretieren. Das heißt, es spricht tendenziell schon dafür, dass wir jetzt eher eine Stabilisierung erwarten können. Und basierend hierauf könnte der DAX in den nächsten Wochen, also beziehungsweise bis Ende November, wenn ich da die Analyse von Armin aufnehmen darf, wieder, ich sag mal, in etwa in alte Hochpunkte aufstoßen. Und danach muss man allerdings schauen, ob es im Endeffekt ja dann mal Kursrücksetzer gibt. Das heißt, wir haben vielleicht hier ein kurzfristiges Zeitfenster, aber das ist ja entsprechend das Interessante, dass wir eben hier auf Trading-Basis eben auch diese kurzfristigen Trends mitnehmen können. Und grundsätzlich wäre dafür natürlich jetzt, ich sag mal, eine kurzfristige Long-Positionierung im DAX eine Idee. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie man ja auf Basis unseres DZ-Bank-Derivate-Produktsuchtools hier eine entsprechende Trading-Idee finden kann. Ich wechsle deswegen hier einmal zu unserer Internetseite DZ-Bank-Derivate, die den meisten von Ihnen vielleicht schon ein Begriff ist. Das ist unser zentrales Informations- und Produkttool. Die Internetadresse habe ich hier oben, markiere ich nochmal kurz, DZ-Bank-Derivate. Und der schnellste Weg eigentlich, sag mal, hier in Richtung Turbo-Optionsscheinen vorzustoßen, ist hier über die Produktsuche. Ich gehe hier mal drauf. Hier oben sehen Sie verschiedene graue Balken. Wenn Sie da einmal drauf klicken, dann haben Sie sofort, ich sag mal, die große Übersicht, das, was wir im DZ-Bank-Derivate-Bereich anbieten. Sie haben hier links die Zertifikate, also die Anlageprodukte. Dann haben wir rechts die Zinsprodukte und auf das, was wir uns jetzt konzentrieren wollen, hier in der Mitte die Hebelprodukte und gleich oben die Endlos-Turbo-Zertifikate. Wir sind auch letztes Mal gefragt worden, warum Endlos, warum vor allem auch Turbo. Man kann natürlich auch normale Optionsscheine nehmen, das ist richtig.
Insbesondere für die Personen, die sich mit dem Thema Volatilität gut und gerne auseinandersetzen wollen, bieten auch diese Produkte eine interessante Anlagemöglichkeit. Es ist aber immer wieder so, dass auch, ich sag mal, die Volatilität auch einem gerne einmal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und diese Turbo-Optionsscheine oder diese Endlos-Turbo-Optionsscheine haben eben die positive Eigenschaft, dass sie Volatilitäts- oder nahezu unabhängig von der Volatilität sind. Sie werden also fast nur vom zugrunde liegenden Basiswert beeinflusst, ja, und dann kann man entsprechend sich rein auf das konzentrieren, was eben der Basiswert macht. Dann klicke ich mal hier auf Endlos-Turbos und komme dann auf eine nächste Seite. Und jetzt konzentrieren wir uns vor allem hier auf die linke Seite, die sogenannte Produktsuche. Ich markiere ich auch hier oben mal kurz. Dieses Tool bietet uns die Möglichkeit, relativ schnell ja ein passendes Produkt zu eben unserem aktuellen Meinungsbild auszusuchen. Das heißt, ich klicke hier bei der Kategorie auf Indizes, dann bei Basiswert auf DAX. So, und wenn wir dann mal kurz schauen, dann sehen Sie hier unten, dann markiere ich auch nochmal, dann sind wir so etwa bei 1200 Produkten, die wir gerade anbieten. Das müssen wir natürlich noch weiter untergliedern, um ich sag mal, hier natürlich nicht seitenlang durchscrollen zu müssen. Das heißt, natürlich gehen wir dann auch hier auf Long. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das Ganze weiter untergliedern? Hier kommt es natürlich, ich sag mal, hauptsächlich auch auf Ihr persönliches Rendite-Risikoprofil an. Also jetzt habe ich beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, ich wähle hier einen gewissen Abstand zum Knockout in Prozent oder ich kann auch gleich konkret eine Knockout-Barriere eingeben. Oder was auch eine Möglichkeit ist, ich arbeite da entsprechend mit einem Hebel, dass ich eben sage, wie vielfach gehebelt will ich eigentlich in den Markt investieren. Und für diejenigen von Ihnen, die vielleicht bei der Roadshow anwesend sind oder auch bei den ein oder anderen Webinaren, hat ja unser Referent Ingmar Königshofen auch mal wieder das Beispiel gezeigt. Ja, ich sag mal, ein typischer Trading-Fehler ist, man überhebelt. Das heißt also, man will eigentlich jetzt den ganz, ganz schnell einen großen Move machen. Das heißt, es gibt dann Personen, die wählen dann einen Hebel von 50 oder 60. Klingt natürlich ganz toll, 1% im Basiswert, 50% plus. Übersehen aber auch gerne mal, ich sag mal, im Endeffekt 2% minus heißt 100% Verlust. Das heißt also, bei nur auch mal mäßigen Tagesschwankungen bin ich sofort draußen und habe zum Beispiel keine Möglichkeit, mal, ich sag mal, eine mehr oder weniger große Tagesschwankung auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen auszusitzen, aber hier nicht gleich ausgenockt zu werden. Und von daher sollte man tendenziell vielleicht eher einen Hebel wählen, der, ich sag mal, nicht so hoch ist. Und deswegen würde ich hier beispielsweise mal eine 10 hineinschreiben. Das ist auch ein Bereich, mit dem man, ich sag mal, noch gut arbeiten kann. Da muss ich nur kurz Enter drücken und dann sehen Sie, wir haben immer noch reichlich Scheine, aber im Endeffekt haben wir uns auf diejenigen beschränkt, die eben einen maximalen Hebel von 10 haben. Und wenn Sie jetzt hier rechts in dieses Fenster schauen, da sind also im Endeffekt die Scheine dann dargestellt. Sie sind jetzt standardmäßig nach Hebel sortiert. Natürlich kann ich dann entsprechend auch andere Sortierungen wählen. Aber wir haben jetzt hier den Hebel von 10 ausgewählt. Und wenn Sie jetzt hier runterschauen, dann geht es in ganz kleinen Schritten eben weiter runter. Je weiter ich runterscrolle, desto kleiner wird der Hebel. Je kleiner der Hebel wiederum ist, umso größer wird der Abstand zum Knockout in Prozent. Das sehen Sie dann hier. Also hier haben wir beispielsweise einen Hebel von knapp über 10 und der Knockout-Barriere liegt bei 11.814. Und wenn wir jetzt hier mal auf diesen gehen, da liegt der Hebel knapp unter 10 und da haben wir ein paar Pünktchen mehr. Nicht viel, aber im Endeffekt die Tendenz ist sichtbar. Jetzt klicke ich mal auf irgendeinen dieser Optionsscheine drauf, um mal zu zeigen, wie die Unterseite gestaltet ist, welche Informationen Sie dort noch erhalten können. Sie sehen also hier oben nochmal die Bezeichnung dieses Optionsscheins. Geld und Briefkurse sind sofort abzusehen. Dann haben Sie, wenn ich hier runterscrolle, einen Chart des entsprechenden Optionsscheins. Wenn Sie kurz schauen wollen, Moment, wie hat sich denn der Basiswert entwickelt, ohne von der anderen Seite zu gehen, dann können Sie hier oben rechts auch auf Basiswert klicken und dann sehen Sie entsprechend, wie hat sich dann der Basiswert, also in diesem Fall der DAX, denn heute entwickelt. Auch wenn Sie dann hier drunter gehen, können Sie entsprechend den Chart ändern, Wochen-, Monatschart und so weiter. Wenn Sie diesen Schein dann erwerben wollen, sich informieren wollen, dann sind natürlich ganz wichtig auch immer, dass man genau weiß, im Moment sind die Ausstattungsdaten des Scheins dann so, wie das ich was ich mir vorstelle. Das heißt also im Endeffekt, Sie sehen es hier,
Er ist endlos. Was ist der Basispreis und was ist die Knockout-Barriere? Die sind hier auch gleich. Das heißt also im Endeffekt, wenn der Schein ausnockt, ist ihr Restwert auch wirklich 0, beziehungsweise steuerlich 0,001. Es gibt also keine Restauszahlung. Ist also beispielsweise kein Mini-Future oder ähnliches. Ja, dann haben Sie hier unten noch die Kennzahlen. Wie gesagt, der Hebel auch immer natürlich dran zu denken, das ist immer nur eine, ja, man könnte fast sagen, sekündliche Aufnahme. Also wenn man da morgen Mittag mal reinschauen würde, dann sieht er natürlich, je nachdem, wohin sich der DAX entwickelt, auch wieder deutlich anders aus. Wenn also natürlich eine Strategie, ich sag mal in Anführungsstrichen, aufgeht und ein Schein, den Sie haben, bewegt sich in die gewünschte Richtung, dann sinkt natürlich der Hebel, dann muss man gegebenenfalls überlegen, ob man sagt, gut, jetzt stelle ich den Schein glatt und kaufe wieder einen mit 10, um eben meine Strategie, das heißt Hebel 10, auch weiter verfolgen zu können. Hier weiter unten haben Sie dann noch einige Informationen. Wichtig sind natürlich, sagen wir hier, Basisprospekte nach endgültigen Bedingungen, worauf ich vielleicht denjenigen von Ihnen auch mal hinweisen möchte, die sagen, ich kenne mich zwar schon ein bisschen aus, möchte aber noch was nachlesen, dann sehen Sie hier auf der rechten Seite, das ist im Kreis, ich mal hinaus, die Grundlagenstudie Hebelprodukte. Das ist eine ja rund 60-seitige Publikation, wo wir, ich sag mal, erzählt, na, wie funktioniert denn wirklich eine Option als Basis, wie wird darauf eine Optionsschein aufgesetzt. Und da kann man sich das Ganze nochmal wunderschön nachlesen. Wenn wir dann hier auf Research klicken, auf diesen Bereich, dann haben Sie hier auch nochmal schnell eine Übersicht, welche aktuellen Research-Publikationen wird vom DZ-Bank Research zum entsprechenden Basiswert hier veröffentlicht. Hier sehen Sie beispielsweise die Technische Analyse Weekly oder das Traders Daily von meinen Kollegen Armin Kremse und Dirk Oppermann. Ja, das soll es zunächst von meiner Seite gewesen sein. Dann möchte ich gerne an Dirk Oppermann übergeben und dich, Dirk, bitten, ja, deinen Teil der Analyse zu halten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Falco. Dann habe ich mir hoffentlich auch für Sie sichtbar die Moderatorenrechte genommen. Darf Sie recht herzlich begrüßen, auch diese Woche wieder zum Update der Analyse der Finanzmärkte neben dem Aktienmarkt. Ja, möchte ich erstmal einen Schritt weitergehen. Ich merke gerade, ich bin noch bei dem Kollegen drinne. Da bin ich, genau, hier sehen Sie Finanzmärkte neben dem Aktienmarkt, das ist mein Part. Beginnen möchte ich auch diese Woche wieder zunächst einmal mit einem übergeordneten Blick auf die Finanzmärkte. Als ja, regelmäßiger Zuhörer dieses Webinars wissen Sie bereits, mein Unbehagen als technischer Analyst, dass die Finanzmärkte aktuell extrem stark von dem politischen Entscheidungsprozess beeinflusst wird. Dieses Phänomen kann insbesondere seit der Finanzkrise 2007, 2008 immer stärker beobachtet werden. Es gilt somit im Rahmen der Schartechnik, die Besonderheit mit zu berücksichtigen, die hierdurch durch diesen politischen Entscheidungsprozess in die Trendbewegung immer wieder mit einfließt. Und wir müssen diese Veränderung auch bei der Analyse mit berücksichtigen. Im Fokus aktuell zwei wesentliche Ereignisse, politische Ereignisse der letzten Wochen, die ich jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, wiedergeben möchte, die meines Erachtens ja gegenwärtig einen signifikanten Einfluss beim Ausblick der Finanzmärkte besitzen. Der erste Punkt ist ja geldpolitischer Natur. Am 26. Oktober, also Ende Oktober, signalisierte ja Draghi, der EZB-Chef, die Bereitschaft, die Märkte auch im nächsten Jahr mit Liquidität weiter zu fluten. 270 Milliarden Euro wird für 2018 zusätzlich in den Markt gepumpt. Das hat gerade auch in Europa nochmal einen schönen Impuls nach oben gebracht. Das war der erste wichtige politische Entscheidungsprozess. Und der zweite, das hatte ich auch das letzte Mal Ihnen aufgezeigt. Entschuldigung, da ist es hier genau. Da sehen Sie diese Grafik. Donald Trump, der US-amerikanische Präsident, der hat ja Ende September die größte Steuersenkung der Geschichte der USA angekündigt, dass die kommt und auch hier die Wirkung gerade am Aktienmarkt sehr, sehr positiv. Aber nicht nur das, sondern, und das möchte ich hier mit dieser Grafik noch einmal verdeutlichen, sie hat auch einen intermarkttechnischen Zusammenhang gefestigt, den wir in den letzten Wochen auch immer wieder beobachten können, nicht nur im übergeordneten Blickwinkel, sondern auch intraday-mäßig, also auch in kürzerfristigen Zyklen.
sehen wir, Trump liefert und das heißt insbesondere, er kann sein Steuervorhaben so umsetzen, wie er das angekündigt hat. Dann heißt das positive Kursentwicklung am Aktienmarkt, negative Kursentwicklung am Anleihenmarkt. Das heißt, die Zinsen am Kapitalmarkt steigen, Gold fällt und der US-Dollar ist fest. Dieser intermarkettechnische Zusammenhang ist sehr schön immer wieder zu erkennen, wenn hier diese Euphorie sich weiter fortsetzt, gerade aus den USA induziert. Aber, und das sehen wir auch, wir müssen halt auch bei diesem gesamten politischen Entscheidungsprozess, der viel, viel Unsicherheit impliziert, sehen, dass Trump durchaus Risiken hat, seine Vorstellungen so umzusetzen. Und er hat ja bei den größeren Vorhaben bisher wenig gezeigt, dass er dieses auch richtig gut politischen Prozess umsetzen kann. Also somit ist auch die Steuerreform alles andere als in trockenen Tüchern. Und das heißt, dass in diesem Umfeld auch die Aktienmärkte durchaus noch einmal risikobehaftet sind und dass dann aber auch die Zinsen am Kapitalmarkt eher fallen werden. Das heißt, dass die Kurse, die Anleihenkurse steigen sollten, Gold eher mal auf der positiven Seite überraschen sollte und der US-Dollar schwach wird. Dieses sozusagen intermarkettechnische Zusammenhang, den gilt es halt abzugreifen. Der Armin hat ja gesagt, er geht ja davon aus, dass der Aktienmarkt noch einmal vielleicht den letzten größeren Impuls in Richtung Jahresendrallye setzt und das bedeutet auch, dass ich hieraus sozusagen ableite, wie die anderen Finanzmärkte gegenwärtig zu interpretieren sind. Anfangen will ich mit dem Rentenmarkt und auch hier der Blick auf die US-amerikanischen Anleihenrenditen, die habe ich hier mit den 10-Jahres-Anleihenrenditen für die USA mitgebracht und da sieht man sehr schön, wenn Sie das hier unten hinten sehen, auf der rechten Seite, seitdem also Trump Ende September die Steuerreform angekündigt hat, sehen wir stark steigende Zinssätze am langen Ende in den Vereinigten Staaten. Momentan nicht dieser gesamte Widerstandsbereich 2,3-2,4% wurde noch nicht nachhaltig überwunden, aber wenn das Szenario vom Kollegen Aktienmarkt steigt, so sich auch nochmal in den kommenden Wochen sich noch einmal fortsetzt, nächsten 2-3 Wochen, dann hat auch hier der Zinssatz in den USA nochmal das Potenzial, bis auf Richtung 2,6% zu steigen, um danach dann deutlicher nochmal nach unten zu kommen. Aber zunächst einmal hier ein Zinssteigerungsprozess, der zu erwarten ist. Ganz anderes Bild in Europa. Dort ist wiederum genau der Punkt wichtig, was Draghi gesagt hat. Und da sehen Sie hinten bei der Ankündigung von Draghi, die Liquidität nächstes Jahr auszuweiten, dass die Zinsen in Deutschland, das sind die 10-Jahres-Zinssätze, Anleihenzinssätze aus Deutschland, dass die runtergekommen sind. Ganz im Gegensatz zu USA, wo wir einen steigenden Zinssatz gesehen haben. Und das heißt, dass charttechnisch der Widerstandsbereich um 0,49% bestätigt wurde. Und seitdem haben wir eigentlich eher eine Tendenz zu fallenden Zinssätzen. Ich denke mir, wenn wir jetzt nochmal beim Aktienmarkt positiv nach oben überraschen, auch die amerikanischen Zinssätze steigen, dass wir auch in den kommenden Tagen eher nochmal steigende Zinssätze erwarten sollten für die Anleihen in Deutschland. Und das heißt, dass wir noch einmal einen Impuls in Richtung 0,49%, also knapp 0,5% auch in Deutschland nochmal erwarten sollten, bevor dann mit einem Top-Bildungsprozess am Aktienmarkt auch hier nochmal die Zinsen deutlicher runterkommen sollten. Diese gerade unterschiedliche Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten und in Deutschland hat natürlich auch ihre massive Wirkung auf dem Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier sehen Sie wieder mal die Zinsspanne zwischen den 10-jährigen Anleihenzinssätzen Deutschland und USA. Der ist deutlich zugunsten des US-amerikanischen, der Währung sozusagen gefallen. Sie sehen, dass hier die Zinsen in USA deutlich stärker angestiegen als in Deutschland und das bedeutet natürlich auch für die Währung, das ist orange, das ist der Euro gegenüber dem US-Dollar, dass wir hier unter Druck kommen. Also hier passt das sehr gut, dass die Zinsspanne eher mal einen festen US-Dollar stützt und von der Stimmung her ein doch ausgeprägter Pessimismus, den wir gerade im kurzfristigen Bereich sehen bei der Währung. Aber bisher hat er auch nicht geholfen, stärker einen Impuls nach oben zu setzen und unter diesem Aspekt bleibt es dabei, das, was ich auch vor 2 Wochen hier an dieser Stelle gesagt habe, charttechnisch zeigt sich eine Kopf-Schulter-Formation, die abgeschlossen wurde und hier auch ihre negative Wirkung weiterhin besitzen sollte. Solange eine Gegenbewegung unterhalb von 1,17 bleibt, gehe ich davon aus, dass wir es mit einem intakten formationstechnischen
Verkaufssignal zu tun haben. Und ich sehe hier weiterhin Kursrisiken bis 1,13 auf Basis der Formation. Sie sehen, die gesamten politischen Entscheidungsprozesse sind weiterhin eher mal gegen einen festen Euro und für einen festen US-Dollar. Und unter diesem Aspekt sieht es so danach aus, dass auch hier dieses Kursziel 1,13 erreicht werden sollte. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass hier die 1,17, diese Nackenlinie der Formation, nicht nachhaltig wieder nach oben genommen wird. Hier kann dann aber auch wieder eine stärkere Überraschung in die andere Richtung sich manifestieren. Aber aktuell kann ich das noch nicht herleiten und deswegen formationstechnisch bleibe ich eher nochmal negativ für den Euro. Das hat natürlich auch stärkere Auswirkung für die Rohstoffentwicklung und gerade für den Goldpreis, mit dem ich bei den Rohstoffen beginnen möchte. Sie sehen, der feste US-Dollar limitiert eher mal die Kursfantasie. Hier mitgebracht orange die Währung Euro gegenüber US-Dollar und blau in US-Dollar der Goldpreis, der auch mehr oder weniger leidet unter einem schwachen Euro beziehungsweise leidet unter einem festen US-Dollar. Und ja, hier ein schöner Zusammenhang, dass wir hier momentan nicht auch sehen, solange der US-Dollar fest bleibt, wird wohl auch Gold keine stärkere Bewegung nach oben entwickeln können. Und von der Stimmung her sehen wir, dass so eine leichte Erholung schon wieder dazu geführt hat, dass wir aus dem neutralen Bereich im kurzfristigen Bereich schon wieder leicht in Richtung Optimismus laufen. Das gefällt mir überhaupt nicht und unter dem Aspekt, ja, habe ich eher nochmal Kursrisiken im kurzfristigen Kontext. Und Sie sehen hier beim Goldpreis insgesamt ganz, ganz wichtig, dieser aufwärtsgerichtete Trendkanal, der, wenn der wirklich jetzt hier nochmal getestet wird bei 1265 US-Dollar pro Unze, charttechnische Unterstützung und gleichzeitig Test der aufwärtsgerichteten Trendlinie, ganz, ganz wichtig, dass wir diese verteidigen. Denn wenn das nicht gelingt, hätten wir noch mit einer charttechnischen Eintrübung der deutlichen Natur deutlicher zu tun. Und das würde noch einmal stärkere Kursrisiken heraufbeschwören. Ich gehe nochmal davon aus, dass wir es schaffen sollten, diese Marke zu verteidigen. Das wäre idealtypisch dann der Fall, wenn auch der Aktienmarkt sein Top herausbildet und dann eigentlich auch wieder sozusagen die Risk-Off, das heißt also, dass aus den risikobehafteten Anlagen Kapital abgezogen wird und wieder verstärkt risikoschwächere Anleihen gesucht werden. Und das würde Gold natürlich nochmal unterstützen. Aktuell noch nicht, aber wie gesagt, vielleicht in zwei, drei Wochen, dass hier ein besseres Umfeld da ist. Und das wäre idealtypisch dann auch der Fall, wenn diese Marke 1265 US-Dollar pro Unze nicht unterschritten wird, sondern nachhaltig verteidigt wird. Mittelfristig, das kennen Sie auch das Bild, wir haben es mit einem recht günstigen Umfeld zu tun, zyklentechnisch. Und unter diesem Aspekt wäre eigentlich eine Erwartungshaltung, dass wir nicht in einen Bärenmarkt reinkommen, bei Gold gerechtfertigt. Für mich ganz wichtig, um hier ein richtig sehr, sehr positives Signal zu setzen, dass die 1370 US-Dollar genommen wird. Aber davon sind wir weit momentan nicht entfernt. Aber das wäre gerade unter dem längerfristigen Kontext ein sehr, sehr positives Signal, was dann gesetzt wird, wenn wir diese Marke nach oben nehmen sollten. Als letztes noch ein Blick auf Rohöl und da auch in den letzten Wochen eine sehr, sehr dynamische Entwicklung Richtung Norden. Hier muss man natürlich sagen, dass beim Rohöl nochmal ganz speziell der politische Faktor wirkt. Gerade die Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Iran hat dazu geführt, dass wir hier in den letzten Wochen noch einmal einen deutlichen Impuls Richtung Norden etabliert haben. Ich möchte mich mal erst charttechnisch dem Rohöl nähern. Da sehen wir, dass wir in den letzten Monaten wichtige Marken nach oben genommen haben. Charttechnischer Widerstand bei 53, abwärtsgerichtete Trendlinie. Dann der charttechnische Widerstand bei 58,50 nach oben genommen würde. Alles das sind ganz eindeutige Stärkesignale. Also unter diesem Aspekt ist der Rohölpreis long. Und da ist momentan charttechnisch relativ wenig gegen zu sagen. Aber alles, was drumherum ist, spricht gegen steigende Rohölpreise. Zu nennen einmal natürlich der feste US-Dollar sollte eher mal die Kursfantasie hier limitieren. Hat es bisher nicht, aber es im Hintergrund haben wir da auch eine größere Schwierigkeiten für den steigenden Rohölpreis mit dem festen US-Dollar. Saisonaler Zyklus ist eigentlich total negativ. Wir haben es mit einem sehr ungünstigen saisonalen Zyklus zu tun.
Und als letztes natürlich noch die Stimmung. Hier haben wir einen gewissen Optimismus, der auch eher mal dafür sorgen sollte, dass Rohöl nicht dynamisch weiter nach oben steigen sollte. Sie sehen also, viele Aspekte sind entgegengesetzt weiter steigendem Rohölpreis. Aber die Charttechnik zeigt doch auf, und das habe ich in den letzten Wochen auch hier in diesem Webinar immer wieder gezeigt, dass wir charttechnisch ein weitergehendes Potenzial bis 68 haben. Das sind auch hier durchaus nochmal jetzt 8 Prozentpunkte vom aktuellen Kurs entfernt. Das ist charttechnisch das, was nach oben noch gegeben ist. Aber ich sehe hier bei 68 US-Dollar für den US-Dollar pro Barrel, dass wir hier einmal den Deckel oben drauf haben und dass wir dann gegebenenfalls mit auch größeren Risiken am Aktienmarkt wie eher hier schwächere Rohölpreise sehen sollten. Aber wie gesagt, da bräuchte ich dann auch die Bestätigung von den anderen Märkten. Bei Rohöl sehe ich zumindest mal den Deckel bei 68 US-Dollar pro Barrel gegeben. Ja, das war's. Es ist schon recht spät, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und als letztes natürlich würde ich die letzten Worte wieder meinem Kollegen Falco geben. Falco, bitte übernehme. Dankeschön. Ja, dann auch dir ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ja, liebe Teilnehmer, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Webinars angelangt. Wir haben noch ein paar Fragen offen, habe ich gesehen, aber die richten sich dann doch relativ detailliert an meine Kollegen Armin und Dirk. Deswegen werden wir diese dann gerne im Nachgang per Mail beantworten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei unseren beiden Referenten Armin Kremser und Dirk Oppermann wieder für ihre interessanten, ausführlichen und sehr detaillierten Analysen bedanken. Vielen Dank aber auch an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre erneute zahlreiche Teilnahme. Und ich kann natürlich auch hoffen, dass es Ihnen heute gefallen hat und Sie vor allem für sich einige wertvolle Informationen und Hinweise rund um das Thema Trading mitnehmen konnten. Wie gesagt, denken Sie am kommenden Freitag und Samstag an die WOT. Gerne kann man auch da vielleicht nochmal das eine oder andere Fachsimpelwort sprechen. Freut mich sehr, wenn Sie da einmal vorbeikommen. Hinweisen möchte ich dann noch auf unser Webinar in einer Woche. Habe ich es? Da ist es. Am 20.11. dann ist wieder die Trading-Gruppe 2.0 zu Gast mit Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Ja, liebe Teilnehmer, damit sind wir am Ende unseres heutigen Webinars angekommen und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und natürlich wieder eine erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut und vielleicht bis Freitag oder Samstag oder ansonsten gleiche Stelle in einer Woche beim Webinar, dann wieder mit meinem Kollegen Markus Landau. Freue mich. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.